Das drohende Ende einer Debatte ankündigen, schon kommen die Wortmeldungen, die Pilze aus dem Boden. So, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich muss noch mal auf Ihre Ausführung zurückkommen, die Sie auf meine letzte Frage gesagt haben, also Regelsätze für Kinder und Jugendliche, Malstifte als Stichworte, weil diese Ausführungen haben mich doch schon sehr irritiert, weil es geht momentan bei der Regelsatzberechnung ja ganz klar darum, dass das Existenzminimum gesichert sein muss und dazu gehört eben auch definitiv die gesellschaftliche Teilhabe. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr eindeutig gesagt, dass bei der Berechnung das Lohnabstandsgebot, also wie hoch ist der Regelsatz und wie viel verdienen beispielsweise Niedrigverdienende in Deutschland, dass dieses Lohnabstand überhaupt keine Rolle spielen darf. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich Sie so reden höre, dass Sie die Menschen, die niedrige Einkommen haben und die momentan keine Arbeit haben, erwerbslos sind und auf Leistungen angewiesen sind, damit auseinander gegeneinander ausspielen. Sie müssten doch vielmehr auf der einen Seite eben das Existenzminimum sichern und auf der anderen Seite genügend Maßnahmen auf den Weg bringen, dass die Menschen, die Arbeit haben, tatsächlich auch davon leben können. Aber gegeneinander ausspielen, das geht gar nicht. Ihnen ist bekannt, dass ich den Mindestlohn hier auch als Ministerin durchgesetzt habe, gegen nicht unerhebliche Widerstände auch an einigen Stellen. Also ich glaube, da brauche ich keine Aufklärung und ich kann leider auch Ihre Irritation jetzt nicht auflösen. Kollege Zech.